Ja, Frau Dr. Hartmann, Hygiene gerade in Krankenhäusern ein ganz wichtiges Thema. Jetzt gibt es in der Landeskrankenhausgesellschaft, im Landeskrankenhaus Felkirch eine ganze eigene neue Abteilung für diesen Bereich Hygiene und Infektionsvorsorge. Jetzt gibt es natürlich zwei Fragen, die aufkommen. Zum einen, war die Hygiene bislang nicht gut genug, dass hier eine eigene Abteilung gegründet wurde? Oder liegt es daran, dass eben die Anforderungen immer stärker werden? Also es ist ganz sicher so, dass die Anforderungen immer stärker werden. Wir haben mit immer resistenteren Keimen zu kämpfen. Wir müssen die Patienten schützen, wir müssen auch die Mitarbeiter schützen. Neue Abteilung, wir waren zwar alle schon im Krankenhaus tätig, aber in einem losen Verbund. Und so können wir uns konzentrieren, können auch in den anderen Landeskrankenhäusern Urlaubsvertretungen machen, können uns besser austauschen und treffen. Also wir sind zusammen von einem losen Verbund zu einer gemeinsamen Abteilung zusammengefasst worden und können uns jetzt sicher besser austauschen und unsere Kräfte bündeln. Wenn man jetzt im Krankenhaus von Infektionen oder von Hygiene spricht und Probleme damit, dann fällt als erstes immer das Wort Legionellen natürlich. Ja, das war auch im Land vor einiger Zeit ein großes Thema. Aber Ihre Arbeit geht ja noch viel weiter. Was machen Sie sonst noch oder welche Dienstleistungen bieten Sie auch sonst noch für die Häuser an? Wir bieten vor allem auch an Antibiotikaberatung bei Infektionen mit sehr resistenten Keimen. Wenn wir Patienten mit Infektionen haben, dass wir beraten, wie muss man den Patienten behandeln, wie schützt man auch Mitpatienten und das Personal vor diesen Infektionen, wenn das sehr infektiöse Erkrankungen sind. Es geht bis zur Beratung bei Operationsgegenständen oder bei medizinischen Geräten. Wie kann man, welches nimmt man, welches ist am besten zu desinfizieren, welche Maßnahmen muss man treffen auf der Station, wie muss man einen Verbandswechsel hygienisch machen, Händedesinfektion. Also das sind viele Sachen, die in den medizinischen Alltag eingebaut werden müssen aus hygienischer Sicht und da sind wir eigentlich immer an der Arbeit. Jetzt die Abteilung wird Ihre Räumlichkeiten hier im Landeskrankenhaus Felkirch beziehen, aber Sie haben auch Mitarbeiter oder Teil des Teams ist auch draußen in den Häusern direkt vor Ort tätig. Wir haben in jedem Haus wie bisher immer eine Hygienefachkraft als Mitarbeiter. Das ist auch sehr wichtig, weil jedes Haus natürlich seine Eigenheiten hat und man kann ihnen nicht Hygienemaßnahmen einfach überstülpen, sondern muss an das Haus angepasst werden. Und darum ist auch vor Ort für schnelle Reaktionen auch vor Ort der Hygienefachkraft immer noch wie bisher.